Wir befinden uns auf dem Modellfluggelände im Beckumer Feld vor der herrlichen Kulisse im Sauerland. Willkommen zum Funfly Beckum 2001. Jedes Jahr im Juni treffen sich hier die besten Modellbauer und Showpiloten Deutschlands zu einem zwanglosen Fly-In. Viel Spaß am Fliegen und am Après-Fliegen, wenn man die Abendveranstaltungen so nennen darf, stehen hier im Vordergrund. Hören wir, was Ralf Petrausch, der gemeinsam mit der Modellfluggemeinschaft Beckumer Feld diesen Event seit Jahren ausrichtet, den Piloten beim Briefing zu sagen hat. Ralf Petrausch. Gerne. Ich werde einmal ganz kurz eben die Veranstaltung erklären für die Leute, die das erste Mal hier sind. Also wir haben ein freies Fliegen, wir haben eine Rolltafel, ihr habt eine kleine Karte und wenn ihr fliegen wollt, steckt ihr euch bitte unten an. Wir könnten das auch mit einer normalen Schlange machen, wie wir es früher hatten, aber das ist ein bisschen aufwendig, da müssen die Flieger nach vorne geschoben werden. Und diese Karte wird nach vorne gerollt und wenn ihr dann dran seid, werdet ihr aufgerufen. Die Flieger stellen sich dann hintereinander auf. Und dann wird in der Reihe nach geflogen. Der Veranstalter behält sich im Grunde genommen vor, ab und zu einzugreifen und den einen oder anderen Flieger umzusortieren, dass mehrere Flieger gleichzeitig fliegen können. Wenn jemand eine Einzelvorführung wünscht, kein Problem, kurz hier Bescheid sagen. Die Flugleitung hat der Heiner, Jörg und ich, wir drei sind hier vorne. Bitte! Was die Fliegerei angeht, nur im unteren Raum. Wir werden also hier am Wochenende auch Besuch haben vom RP Münster, von unserem Regierungspräsidenten und auch eventuell vom LWA, weil wir in diesem Jahr das erste Mal zulassungspflichtige Flugzeuge hier haben werden. Das ist einmal der Günther Fiedmeier, Ludwig Faber und der Peter Otterstedt. Sie werden hier drei zulassungspflichtige Flugzeuge über 20 Kilogramm Masse fliegen und deswegen haben wir Besuch. Das ist uns bekannt, also wollen wir uns auch dementsprechend verhalten. Aber wir sind alles, sag mal, sehr gestandene Modellflieger. Wir wissen alle, dass wir nicht die Flugzone hierüber ausdehnen werden. Ja, und damit ist in kurzen Worten das gesagt, worum es hier geht. Zwangloses Fliegen und eine Menge Spaß für Piloten und Zuschauer. Und genau wie die Piloten freuen auch wir uns auf eine Veranstaltung mit einem ganz besonderen Flair. Die insbesondere durch Warbirds, also Nachbauten der Maschinen aus dem Zweiten Weltkrieg, stark geprägt ist. Das ist hier bereits zu erkennen und wir wollen auch mit einem oder zwei dieser Maschinen hier diese Veranstaltung in Beckum 2001 beginnen. Hier im Bild eine P51 Mustang von Ralf Benecik. Er hat sie komplett aus Holz, aus einem Bausatz von Bud Nosen erstellt. Und mit dem Nachbau dieses amerikanischen Warbirds beginnen wir die Show. Ganz tolle Sachen kann man hier sehen. Man darf jetzt schon gespannt. Jawohl, Ralf Benecik mit der P51 Mustang und während er hier fliegt, vielleicht etwas in eigener Sache, aufgrund der Vielzahl der Teilnehmer beim Funfly Beckum können wir natürlich nicht alle Piloten ausführlich vorstellen. Wir bitten da um Nachsicht. Eine große Überraschung soll uns dann am Schluss erwarten, denn das nehmen wir vorweg. Walter und Toni Eichhorn werden hier mit ihren beiden Red Bull AT6 ein komplettes Display fliegen. Dazu später mehr. Zurück zu Ralf Benecik und seiner Mustang. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann wird das ein Highlight sein, was lang. Ja, wir sehen es bereits jetzt, diese herrliche Kulisse hier im Beckumer Feld. Das zeichnet diese Veranstaltung mit aus. Hier im Rückenflug Ralf Benecik.
Er vermisst hier mit dieser P51 wunderschön den Platz und zeigt uns auch die komplette Landschaft. Das Fahrwerk ist ausgefahren. Ralf Benetschik bei der Landung. Wir sehen ihn gleich noch einmal wunderschön hingesetzt. Und zwar mit diesem Mann hier und diesem Modell, Dietrich Ebert. Er hat uns hier die Junkers U88 mitgebracht. Viele wissen, er ist im Verein in Beckum zu Hause, wo er jedes Jahr das Oldtimer-Meeting ausgerichtet hat. Er gehört zu den schnellsten und auch besten Scale-Bauern in Deutschland. Hier rechts im Bild Dietrich Ebert, daneben noch einmal Ralf Benetschik mit seiner P51. Ja, die Junkers U88 war ein Mehrzweck-Kampfflugzeug und wurde im Zweiten Weltkrieg auch als Bomber eingesetzt. Ein Gegenstück dazu zum Beispiel der Bristol Beaufighter der Alliierten. Und Dietrich Ebert, er schont sie hier nicht, wie wir gleich sehen werden. Das Fahrwerk ist ausgefahren. Alles komplette Eigenbauten von Grund auf, was der Dietrich Ebert uns hier zeigt. Ja, brillant gelandet, die Klappen gesetzt. Wunderschön, die Junkers U88 von Dietrich Ebert. Und hier ebenfalls die P51 wieder zurück. Ja, hier im Bild einer der bekanntesten Mitglieder des Beckum-Vereins, Jörg Vogelsang. Er hat einen seiner vielen Oldtimer mit nach Beckum gebracht. Es handelt sich um eine Kodi vom Typ Cap de Michelin. Eine Eigenkonstruktion der ganz besonderen Extraklasse. Jörg Vogelsang, er ist als Förderer des Modellsports weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Der Industrielle hat Fabriken in Deutschland und in den USA und hatte dort auch einen Wohnsitz, wie wir später hören werden. Die Kodi hat eine Spannweite von 3,50 Meter und ist im Maßstab 1 zu 3 Scale nachgebaut. Sie wiegt 16 Kilogramm und wird von einem 50 Kubikzentimeter Covern Boxer angetrieben, der 1 zu 2 untersetzt ist. Der Antrieb, die Anlenkungen und die aufwendige Steuerung arbeiten wie im Original. Das ist die Spezialität von Jörg Vogelsang, der vorbildgetreue Nachbau der ersten Fluggeräte und die Konstruktion eigener Motoren, die zu diesen Modellen passen. Und das wird Jörg Vogelsang uns später noch eindrucksvoll schildern, denn wir haben ihn nicht nur hier beim Funfly in Beckum getroffen. Brillant, wie er dieses aufwendige Modell hier präsentiert. Ganz, ganz selten in dieser Güte, hier Jörg Vogelsang im Bild, in dieser Güte auf Modellflugplätzen zu sehen. Das ist so richtig etwas zum Genießen, diese Art Flugzeuge und insbesondere so, wie sie hier erstellt und erbaut wurden. Jörg Vogelsang und die Kodi Cap de Michelin. Ja, Ed,
etwas hoppelig diese Landung, aber hervorragend zurückgebracht, dieses wunderschöne Modell. Und wir, ja, haben es bereits angedeutet, haben Jörg Vogelsang nicht nur hier in Beckum, sondern wir haben ihn auch an einem anderen Ort besucht. Und diese Bilder zeigen es an einem sehr trockenen Ort, denn wir sind in der Wüste von Las Vegas beim Quarter-Scale-Meeting. Und diese Bilder haben wir bereits 1999 aufgenommen. Da war Jörg Vogelsang hier zu Gast, und zwar mit einer riesigen Demoiselle, die wir hier im Bild sehen. Und wir hören, was Jörg Vogelsang uns hierzu zu sagen hat. Was mich persönlich betrifft, ich habe mein USA-Engagement schon vor 25 Jahren weiter ausgebaut, bin heute auch beruflich in New Jersey tätig und denke daran, zur Winterzeit dann eben mehr hier drüben zu sein als in Deutschland und zur Sommerzeit dann eben in Deutschland meinen Geschäften nachzugehen. Bei 28 Grad bestimmt keine schlechte Entscheidung. Ja, zumal wenn man darüber nachdenkt, wie gerade zu Hause das Wetter ist. Die Gedanken, die der QSA zugrunde liegen, sind die, die wir heute meinetwegen in Beckum in Deutschland auch schon sehen. Ohne Stress zu fliegen, Stress haben wir alle schon in der Woche genug, glaube ich. Und sag mal, zwanglos seine Freunde zu treffen, einmal im Jahr zusammenzukommen. Und die Bewertung, die hier stattfindet, ist an sich nur eine Dreingabe, ist nur eine Freundlichkeit dem Piloten gegenüber. Und sie wird gemacht durch eine Bewertung der Piloten untereinander. Es ist ein sogenanntes Ballot Sheet, das wird hier ausgefüllt und bis Samstagmittag abgegeben. Was wir ja auch vom Funfly kennen, nicht in Beckum. Genau, ja. So ist es. Wir haben im Grunde genommen diese Idee in Beckum dann für Deutschland umgesetzt. Richtig, ja. Und es ist eben immer eine vergnügliche Sache, sowas zu tun, und es macht sehr viel Spaß. Und wir nehmen aus Deutschland, wenn wir rüberkommen, große Mühen auf uns, was den Transport betrifft natürlich und auch die Kosten, um das hier zu machen. Herr Vogelsang, vielleicht ein paar Worte zu deiner, ja, gigantisch schönen Maschine hier. Eine Scale-gebaute Demoiselle, wie ich glaube. Ja, so ist es, und zwar in halber Größe. Dieses Projekt ist über 10 Jahre alt und hat seinen Anfang genommen bei, mancher wird ihn noch kennen, bei Henk van Horn in Holland. Der Henk hat angefangen, diese Demoiselle zu bauen, hat es aber nie zu Ende gebracht, weil er zum Ultraleitfliegen übergewechselt ist und hat mir dann damals das, was er angefangen hatte, überlassen. Und ich habe es dann weiterverfolgt und bin auf viele, viele Schwierigkeiten gestoßen und habe in diesen 10 Jahren den Bau immer wieder unterbrochen. Ganz einfach deshalb, weil manches Material einfach nicht zur Verfügung stand oder auch neue Gedanken eben einfließen mussten. Ich will mal versuchen, das kurz chronologisch hintereinander zu bringen. Die reine Konstruktion des Flugzeuges war an sich nicht das Problem, das Ding fertigzustellen, bis auf die Tatsache, dass man sehr viel Gewicht vorne braucht, weil eben der Schwerpunkt sonst nicht zu erreichen ist. Und diese Flugzeuge hatten damals alle eine sehr kurze Nase, sprich sehr schwere Motoren. Und das war von vornherein klar, aber damals gab es keine Viertaktmotoren und sonst was. Ich habe also vor 10 Jahren irgendwo einen 135 Kubik Zweitakt-Einzylinder benutzt, habe das davor geschraubt und habe so einen Schreck bekommen aufgrund des Aussehens und aufgrund des Geräusches, dass ich gesagt habe, nee, das kannst du nicht fliegen, das kannst du nicht machen. Das Projekt wieder beiseite gestellt, bis ich dann irgendwann soweit war, eigene Motoren bauen zu können. Das sitzt jetzt hier vorne vor, ein 270 Kubik Viertakt Boxer. 270, das war richtig, nur damit wir das nicht gehört haben. 270, der auf Methanol läuft und mit sehr niedriger Drehzahl läuft, um das Originalgeräusch zu imitieren. Wir drehen nicht höher als knapp 3000 Umdrehungen. Und es gab auch dabei so einige Probleme, obwohl ich viele Zweitaktteile wie Kolben und Pleuel und etwas geänderte Kurbelwellen verwendet habe, weil ich dann bei der Nockenwelle etwas faul wurde und eine Briggs & Stratton Rasenmäher Nocke benutzt habe, nur um festzustellen, dass sie falsch rumlief. musste also doch eine Nocke angefertigt werden. Aber dann war zumindest das Motorproblem gelöst, und das hat sich auch als sehr richtig erwiesen, dass ich das so gemacht habe. Bis dann die nächste Schwierigkeit auftauchte, und die war ganz einfach, sobald der Motor auf Vollgas lief und der Propellerstrahl über das Leitwerk blies, dass die Servos nicht mehr genug Kraft hatten, um das Leitwerk zu bewegen. Also musste der nächste Schritt sein, entsprechend schnelle, aber auch starke Servos zu besorgen. Ja, ja. Die kamen dann aus dem militärischen Bereich für Drohnen und die haben eine Kraft von etwa 60 Kilo. Und dann war auch dieses Problem gelöst. Man konnte das sehr schön schon am Boden ausprobieren, Vollgas, und bewegt sich der Schwanz oder nicht. Er tat es gut, okay, alles klar. Also ja, besten Dank, Jörg Vogelsang. Und wir haben gehört und gesehen, wie viele Ideen, Energie und Arbeit
im Bau dieser Modelle gesteckt werden, hören wir den Motorlauf. Ja, und wer genau hinsieht, stellt fest, dass das gesamte Heck, die gesamte Heckpartie zur Steuerung bewegt wird. Der ganze Klotz dahinter, der bewegt sich. Und was das für einen Aufwand darstellt, kann sich jeder vorstellen, der schon einmal ein ähnliches Modell gebaut hat. Viel Mühe hat es gekostet, dieses Modell so zu stabilisieren, dass die richtige Schränkung zu finden, dass es hier so vorgeflogen werden kann. Ich hoffe, ihr nehmt uns diesen kleinen Abstecher zum QSRA, zum Quarterscale nach Las Vegas nicht übel. And go. Das sind natürlich auch für unsere amerikanischen Freunde außergewöhnliche Flugmodelle. Also so erst gibt es hier, wenn überhaupt, sehr, sehr selten. Hier die Landung, wir sehen, wie viel Arbeit darin steckt. Und wir bedanken uns bei Jörg Vogelsang und kehren zurück zum Funfly nach Beckum. Und wir bleiben bei Jörg Vogelsang und stellen eines seiner skurrilen Flugmodelle vor. Die Pudesjel, zu Deutsch die Himmelslaus, ebenfalls ein Konstrukt à la Jörg Vogelsang. Bewertung sehen. Und dann macht es auch. Jawohl, hier bereits der Start dieser Himmelslaus. Und ein französischer Bauer hat ehemals als preiswertes Fluggerät diese Himmelslaus entwickelt. Und zunächst mit einem nur 10 PS Motor versehen. Ich glaube, ein 150er Boxer hat heute mehr. Das Höhenleitwerk, wir sehen es, ist drehbar gelagert und wird auch hier im Modell komplett zur Steuerung bewegt. Dass das auch zu früheren Zeiten Probleme mit sich brachte, brauchen wir nicht zu erwähnen. Aber hier hervorragend gelöst von Jörg Vogelsang, einem der ganz großen Modellflieger in Deutschland. Hier die Landung der Pudesjel. Glückwunsch Jörg Vogelsang zu diesen Modellen. Und wir kommen zu Maschinen des Ersten Weltkrieges. Wir bleiben also bei den Anfängen der Fliegerei und sehen zweimal Fokker DR1 Dreidecker. Manfred von Richthofen, dem legendären Darkpiloten aus dem Ersten Weltkrieg, den brauchen wir hier nicht zu erwähnen. Er wurde am 21. April 1918 mit einem solchen Dreidecker abgeschossen. Der zuletzt gestartete gehört Ray Jansen. Ray Jansen kommt aus den Niederlanden und hat nach einem Plan vom Harald Lohmann diese Fokker aufgebaut. 2,40 Meter beträgt die Spannweite und das Gewicht beträgt 19,5 Kilogramm. Und der geht kräftig damit um. Wir sehen es hier bei diesem Rückenflug. Der zweite Fokker Dreidecker wird von Thomas Reinhardt geflogen. Ray Jansen, er gehört im Übrigen der niederländischen Stiftung Fantasy in Blue an. Wir sehen es hier zur Treffersimulation, eine Rauchanlage im Modell integriert. Wunderschöner Smoke hier vor den Bergen des Sauerlands. Thomas Reinhardt, er kommt zur Landung herein. Ray Jansen darüber hinweg.
nächstes sehen wir Arte Cola. Reihansen hier im Bild und die Landung des Dreideckers. Wir sind gespannt, immer spannend, diese Geschichte. Ah, da hat er es doch hingesetzt, aber er zeigt uns im Folgenden, dass er es auch besser kann. Hier steht er auf den Füßen. Reihansen aus den Niederlanden. Ja, hier im Bild, das ist Andreas Thews mit der Klemme 35 und dahinter hängt Andreas Moos mit dem Grunau-Baby, ein Grunau-Baby, das er selbst entwickelt und gebaut hat und das ist auch als Kit erhältlich. Hier die Klemme von Andreas Thews. Und zum Grunau-Baby ist anzumerken, dass sogar Adolf Kallert, einer der besten deutschen Jagdflieger, wir kennen ihn von der Me 109, hat auf diesem Grunau-Baby seine ersten Flugstunden absolviert. Wir sehen hier sauber den Anflug der Klemm 35. Andreas Moos, ihn werden wir später noch mit der Me 109 zu Gesicht bekommen. Und wenn wir Klemm sagen, dann meinen wir auch Hermann Wulff. Hermann Wulff, er ist einer derjenigen, der wohl über die größte Klemmsammlung in Deutschland verfügt. Und er hat hier eine zweisitzige Klemm 35 mit nach Beckum gebracht. Sehen wir den Start von Hermann Wulff. Heute sind natürlich vier Modelle im Vorderrad nachgebaut. Jawohl, da ist sie in der Luft. Ein sehr großes Modell, das er hier mitgebracht hat. Hermann Wulff, er bezeichnet sich selbst als Modellflieger aus Leidenschaft. Und an dem ist sicherlich so. Hermann Wulff und die Klemm 35. Ich passe darauf, dass es direkt zugeht. Jeden Tag historisch ist oder aktuell. Wunderschön der Anflug. Schöner langsamer Vorbeiflug jetzt von Hermann Wulff. Oder willst du schon landen? Und hier. Ach, er landet. Ah, sauber, wir wieder sie zurück. Klemm, Flugzeuge, die Leidenschaft von Hermann Wulff. Und wir bleiben bei Klemm hier im Bild. Das ist Josef Baron, der älteste Teilnehmer beim Pfandflambeckum 2001. Er kommt genau wie dieser Mann hier im Bild. Wie Jürgen Sickinger aus Hechingen und die Klemm 25 von Josef Baron. Sie wird auch pilotiert von Jürgen Sickinger. Und wir sehen es, Kinder vorne an der Flightline, hier noch mehr und dann geht es in der Regel um Bonbons. Große Kinder sind ebenfalls da. Mal sehen, ob der einen mitbekommt. Und wir sehen jetzt im Nachfolgenden den Start der Klemm L25D. Haben wir noch Kinder hier am Platz? Also hier im Bild Josef Baron, Unternehmen Jürgen Zickinger. Eine Piper mit Bannerschlepp hat sich dazugesellt. Ein Willkommensgruß der Modellflieger hier. Und jetzt kommt es zu dem, worauf unsere Jüngsten warten. Abwurf der Bonbons hier im Bild. Und gleich anschließend, noch müssen sie warten. Sie stehen schon in den Startlöchern und gleich danach, da fallen sie aus der Pipe. Aber wenig Bonbons für diese Massen. Da wird es viele Loser geben.
Viel, viel Spaß für unsere jüngsten Fans. Tja, nicht alle haben was bekommen. Einige traurige Gesichter. Wir sehen ein weiteres Highlight. Ralf Petros sagte es eingangs, es sind zugelassene Flugmodelle hier am Platz in Beckum. Und das ist eines davon, Peter Otterstedt. Er präsentiert hier eindrucksvoll seine beim Luftfahrtbundesamt zugelassene Hansa Brandenburg, denn sie wiegt 23 Kilogramm. Nach der alten Regelung war also die Zulassung erforderlich. Tony Clark, er bringt seine Albatros hinterher und ebenfalls eine Subwoofer Pub erhebt sich in die Lüfte und alle drei zusammen. Hier oben, einmal zugelassen, zweimal Begleitschutz, drei Modelle aus den frühen Jahren. Ein klasse Vorbeiflug. Peter Otterstedt, er ist auch einer derjenigen, der gerne große und schnelle Modelle liebt. Hier ist er im Bild. Er hat diese Maschine eindrucksvoll mit einem 124 Kubikzylinder Reihenmotor der Marke Mais erbaut. Und hier die beiden Albatros und Subwoofer gemeinsam mit der Hansa Brandenburg. Hier wird der Luftkampf simuliert. Jörg Vogelsang hat zum Beispiel bei seiner Kodi eine Tanke. Ja, heute wäre die Zulassung vielerorts überflüssig, denn wir wissen, wir haben auf den meisten Plätzen die 25 Kilogramm. Hier eine saubere Landung der Hansa Brandenburg. Gerhard Reinsch, oben natürlich, unten die Subwoofer. Spiegelflug, Messerflug und Sinkflug, das werden wir gleich sehen. Hier die Landung zunächst, der Subwoofer. Und wenn der Gerhard Reinsch so hoch geht, Besucher der Flugschauen wissen es. Ja, er hat Vertrauen zur Bauweise dieses Albatros, der ja leider immer noch als Prototyp durch die Gegend fliegt. Viele warten auf die Bausätze. Nun ja, wir werden sehen. Gerhard Reinsch im Bild, Tony Clark links. So geht der Gerhard mit dem Albatros hier um. Slip, Torqueflow, Torquerolle und so weiter. Alles möglich mit diesem Modell. Hier die Landung. Brillant. Gerhard Reinsch aus dem Hause Practical Scale, Tony Clark. Und wir kommen im Folgenden noch einmal zu Peter Otterstedt. Nämlich hier im Bild mit seiner Baby Bullet. Air Race ist angesagt und dazu gesellt sich Dr. Raimund van den Benken mit dieser Havard BGA 3. Ebenfalls ein sehr skurriler Renner mit Reihenmotor, Nachbau der Rennflugzeuge aus den USA in den 30er Jahren. Ja, in dieser Konstellation sieht man sicherlich diese beiden Maschinen selten zusammen in der Luft. Dr. Raimund van den Benken und Peter Otterstedt mit der Baby Bullet. Total, ich darf auch wieder sehen lassen, auch die Preise. Ja, bei so einer Flugschau ist das nun mal so. Da bei der Hauer zu sehen, am Fahrwerk. Das hat aber auch heute gerade. Hier die Landung.
der Pete, der Havard BGR 3, sauber hingesetzt. Und die Baby Ballet von Peter Otterstedt. Da hat er so. Bravo, Peter Otterstedt. Der Start eines der zivilen Flugzeuge hier am Ort. Zu beachten ist das Einziehfahrwerk, denn dieses Modell, es gehört Walter Bodi, eine große zweimotorige Cessna, und das Fahrwerk, es fährt auch ein. Wir kennen ihn natürlich von den Wabo-Fahrwerken. Hier präsentiert er uns eindrucksvoll seine Cessna. Tja, die landschaftliche Kulisse hier im Beckumer Feld, wir sagten es bereits, sucht seinesgleichen. Ein herrlicher Platz in einer wunderschönen Landschaft in Beckum. Ja, das war Walter Bodi im Bild. Ja, jetzt sieht man schön, dass das Fahrwerk ausgefahren ist. Er hat sein Fahrwerk ausgefahren und kommt mit der Cessna zur Landung herein. Ja, besser geht es nicht. Walter Bodi mit der Cessna und eines seiner Fahrwerke. Und wenn wir diese Bilder sehen, den kennen wir. Besucher des Hanfler Beckum kennen nicht nur diese Maschine, sondern auch die 6 Vorgänger. Jürgen Sieginger mit seinem Big Lift, 120 Kubikzentimeter unter der Haube. Und wir wissen, was jetzt kommt. Genießen wir mal einfach seinen Flug. Wir werden Jürgen Sieginger später noch weiterhin sehen. Ja, fliegerische Spitzenleistung, und wenn wir die Bilder sehen, wissen wir, warum er schon 7 Stück davon gebaut hat. Nicht zur Nachahmung empfohlen, liebe Freunde, nicht zur Nachahmung empfohlen. Immer schön vorsichtig. Großes fliegerisches Können, was der Jürgen Sieginger aus Hechingen hier beim Funfly Beckum zeigt. Ja, das ist auch, glaube ich, mehr so die Phase, wo die, ja, aber er arbeitet. Und bei all dem dürfen wir nicht vergessen, das ist ein Big Lift, kein 3 Meter TOC Modell, es ist ein Big Lift. Vor ein paar Jahren war das mal ein Rohrpferde hier. Das ist ein Rohrpferde nochmal, aber die Schwanzflosse nicht. Ich habe das auch schon gesehen, dass er auf diesem Sender auf Flugzeug stand und hatte gar keinen Finger mehr. Da war man nämlich mit dem Bodenländer zusammengemacht. Und RCV-Händler, das ist auch alles. Ja, im Hintergrund hören wir natürlich die Stimme von Ralf Petrausch, die hier ihre Anekdoten zu Jürgen Sieginger und Freunden preisgeben, zum Besten geben. Bei einem solchen Flug bietet sich das auch an, und hier wird die Festigkeit der Fläche getestet. Ja, passt.
Einfach brillant von Jürgen Sickinger, was er uns hier zeigt. Funfly, Spaß am Fliegen, das steht hier im Vordergrund beim Funfly in Beckum. Und das haben wir hier, den haben wir hier, den Spaß. Der Jürgen Sickinger, er zählt ja auch zur ersten Riege der Showpiloten in Deutschland. Auf vielen Flugzeugen in Deutschland und im Ausland ist er zu sehen. Und den siebten, den hat er doch recht stabil gebaut, wie wir hier sehen. Da bringt er seinen Big Lift zur Landung herein. Natürlich im Slip. Den Beckumer Kommentar dazu, den spare ich mir jetzt. Jawohl, Applaus bitte. Ja. Und dann hat der Jürgen noch einen Jagdflieger der neueren Generation bei, einen F5 Tiger, ein Flugzeug von Northrop. Da ist er unten, dieses eigenwillige Modell. Jürgen Sickinger mit einer großen Show hier bei Funfly Beckum. Stabile Flächenenden, jawohl. Jürgen Sickinger und der Big Lift hier in Beckum. Wir sehen Jürgen noch bei späteren Auftritten. Und wir bleiben beim Kunstflug. Jürgen hat hier den Kunstflug eingeleitet und wir sehen eine Extra der 3-Meter-Klasse 300L Firma Lion Air. Ein DA-150 steckt unter der Haube und wir sehen es, eine Rauchanlage ist ebenfalls eingebaut. Markus Rosenthal, er pilotiert diese Maschine. Hier in einem wunderbaren Flatspin, in einem Flachtrudel. Und wir sehen, der Markus, der kann's. Hier ein Sinkflug, wunderschön, und die Überschläge, ja, das macht die Maschine herrlich. Klasse gemacht, bitte Applaus, der Vorgang ist an, für den Markus, ganz toll. Zieht er die Maschine an zur Torque-Rolle und er lässt sie nach unten durchsacken. Der Smoker ist eingestaltet und jetzt setzt er mal eben den Platz hier in Beckum unter Qualm. Wunderschöne Bilder. Der Extra von Markus Rosenthal hier mit viel, viel Rauch. Zu viel darf man auch nicht machen, dann sieht man den Flieger nicht mehr. Also immer schön vorsichtig, Markus Rosenthal und die Extra 300L. Saubere Vorführung hier beim Funfly in Beckum. Markus Rosenthal hier im Bild. Und wir kommen zu einer Cup 232. Die Cup, ein Modell aus dem Hause Modellbau Ulrich Amelung. Was da für ein Motor drin ist, dürfen wir mal raten. Natürlich ein ZTZ 160 Kubikmotor und pilotiert wird diese Maschine von Rainer Kamitz. Viele kennen Rainer Kamitz als Hubschrauberpiloten und wir werden sehen, wie brillant er diese Cup hier über den Platz steuert. Rainer Kamitz hier im Bild. Er fliegt dieses 3-Meter-Modell von Amelung, die Cup 232. Wunderschöner Messerflug.
Im Hintergrund hören wir übrigens die Stimme vom Showsprecher hier am Platz, Josef Voss vom Verein aus Tudorf. Er spricht hier in einer sehr angenehmen, netten Art die Show. Und hat auch viel Spaß dabei, wie ich glaube. Das werden wir später sicherlich noch hören. Hier die Cobra-Figur prädestiniert für die Cup. Das Anstellen kurz vor dem Abriss. Das macht sie wunderbar. Heckrumpfformen sind dafür ausgelegt. Ja, der Reiter kam jetzt. Der zeigt, was hier drin steckt in diesem Modell. Eindrucksvoll. Und auf in die Torque-Rolle. Das sind natürlich 3D-Figuren der ganz besonders guten Art hier, die wir sehen. So soll es sein. Und der Rainer kam jetzt als Hobbypilot, fliegt das alles mit einer extremen Leichtigkeit. So scheint es jedenfalls. Männer, alle haben mitgewirkt. Oder wer den Rührei genossen hat, kriegt und schmeckt, verschämt höchstpersönlich gerührt. Schöne 3D-Sequenz in dieser Cup im US-Muster. Ein Rennmuster, was wir von einem amerikanischen P51, der Miss America, kennen. Wunderschön, reiner Cabins. Hier im Bild der Mann, der diese Cup von Amelung geflogen hat. Und den hier, den brauchen wir gar nicht mehr vorzustellen. Bernd Albinger. Er hat ein ganzes Konvolut an Modellen mit nach Beckum gebracht. Er ist bekannt in der Airshow-Szene wie kaum ein anderer. Und hier zu sehen mit seiner Super Su 26 ein Kit aus dem Hotelroom. Wir haben gesehen, wie er hier einen 3W 140 Kubikzentimeter Vierzylinder anlässt, und wir freuen uns auf seine Show, auf seine Vorführung hier beim Funfly in Beckum. Hier der Start dieses 3 Meter Modells. Detlef Rottran von Delro Modellbau hat diese Maschine gebaut, und der Bernd Albinger, der zeigt eindrucksvoll, dass eine Sukhoi trotz ihrer runden Rumpfform brillant geflogen werden kann. Bernd Albinger, wir zeigen ihn natürlich nachher noch mit den weiteren Modellen, aber zunächst hier mit der Su von Delro Modelltechnik. Die Leistung dieser toll gebauten Maschinen resultiert aus Leitbauweise. Messerflug und gedrücktes Snap-Roll. Und das in nicht allzu großer Höhe. Eine Paradefigur von Bernd Albinger. Langsame Rolle. Flatspin mit fast Vollgas. Ja, meine Damen und Herren, was Sie hier sehen, oder wen Sie hier sehen, ist der Bernd Albinger. Albinger ist einer der besten deutschen Schaufelpiloten. Ja, das ist spektakulär, das ist sauber, das ist exakt geflogen. So Kunstflug der allerersten Güte, wie wir auch hier in dieser Kreisrolle sehen. Eine gesteuerte Rolle im Kreis, aber nur eine eben, keine 10. Alles auf gleicher Höhe. Und er kommt wieder da aus, wo er angefangen hat, nach einer ganzen Rolle im Kreis. Bravo,
Bernd Alminger, einer der besten Showpiloten hier in Deutschland. Rollenkreis. Gedrücktes Step Roll. Normalrolle. Höchstschwierigkeiten in der Show von Bernd Alvinger. Natürlich viel Zwischenapplaus für ihn. Ja, da zieht er die Maschine herunter und Kenner wissen, was kommt. Er nimmt die Zucker in die Torque-Rolle, die Rauchanlage ist eingeschaltet. Wir hören den Vierzylinder. Show von Bernd Alvinger beim Funfly in Beckum. Ja, das ist so, als wenn die Messerluft die Mutter greift. Und die Snap zum Schluss. Oh, jetzt zeigen wir uns noch einmal von der rechten Seite und er verabschiedet sich. Er schwänzelt. Bernd Alvinger aus Hochdorf in Baden-Württemberg. Machen wir jetzt den typischen Slip, die Sukhoi zur Landung hereingebracht. Bernd Alvinger, wir sehen ihn später noch mit weiteren Modellen. Viel, viel Applaus für ihn, für Bernd Alvinger und seiner Su-26 Kunstflug, Showflug vom Feinsten hier. Und darauf kann man sich ein Schlückchen genehmigen. Jawohl. Wir sagen auch Prost, der Flüssigkeitshaushalt, er muss stimmen. Viel Spaß hier, auch für die Zuschauer beim Funfly. Und da sehen wir das Wiegen einer 3 Meter extra, einer 3 Meter im Leki-Design. Wir kennen sie, Albert Winter, er kommt aus Bayern, hier nach Beckum. Und er ist der eine Teil des 3W Magic Teams. Natürlich fliegt er hier auch eine 3W extra mit einem 3W 150 Kubik Powermaster. Ja, die Lecky Extra von Albert Winter, sie gibt es auch im Original. Denn der Inhaber dieses Zubehörherstellers, Equipment für den Skibedarf, der fliegt diese Maschine im Original. Und Albert Winter, Mitarbeiter dieser Firma, er hat seine Extra in dieser Form hier lackiert. Der eine Teil des 3W Magic Team hier beim Funfly in Beckum und wir sehen Showkunstflug der ganz besonderen Güte mit einer TOC, mit einem TOC-Modell, das ja von Wolfgang Matt im Übrigen mitentwickelt wurde, von der Firma 3W Modellmotoren vertrieben wird. Und Albert Winter, er zeigt uns hier Showflug vom Besten. Genießen wir seine Vorführung. Ja, bei dieser Gelegenheit merken wir an, dass das TOC im Jahre 2000 noch einmal in Las Vegas stattfindet. Und wer Interesse hat, der sollte eine Gelegenheit wahrnehmen, denn die FMT, sie bietet eine Laserreise gemeinsam mit Avengers Reisen an. Also die Gelegenheit ist günstig. Auf nach Las Vegas mit der FMT Laserreise. Nähere Informationen natürlich in der Fachzeitschrift. Und hier Albert Winter im tiefen Knife Edge. Viel Applaus an dieser Stelle für ihn. Thank you.
ja, Freestyle, TOC, Freestyle der Extraklasse. Ja! Und Cyclone! Aber endlich! Ja, und dann brauchen wir die Rauchwolke. Und das Ganze in Drehung. Und mein. Hier die Torque-Rolle. Und wir zeigen in den folgenden Sequenzen für die 3D-Freunde, für die Torque-Freunde, Albert Winter in verschiedenen Torque-Rollen, die er uns hier vorfliegen wird. Und damit beenden wir dann die Riege der Kunstflugpiloten. Aber wir erfreuen uns an den Flügen von Albert Winter. Vor allen Dingen auch für den Fotografen nicht so ganz gerade gelegt, sondern sehen kann. Präzision ist alles, auch im Flug von Albert Winter. Und er hat sehr viel an sich gearbeitet. Er sieht die Sache, oder er nimmt die Sache doch recht ernst. Nicht, dass er keine Freude dran hat, aber er ist sehr trainingsfleißig und er hat sich ganz nach vorne in die Riege der besten Kunstflugpiloten geschoben. Hier mit seiner Leki Extra 330 von der Firma 3W. Und hier der Anflug zu einer der Torque-Rollen, die wir im Folgenden sehen. Und wir hoffen, wir stellen die 3D-Freunde damit zufrieden. Ja, und hat die Maschine sogar so im Griff, dass sie sich gar nicht dreht dabei. Der hält sich schön gerade. Ja, und weiter runter. Und das geht doch wohl einwandfrei. Da geht er hin zu seiner Maschine. Ah, das ist schon fantastisch, was er uns hier zeigt, der Albert Winter. Wahnsinn! So, jetzt streichel das Tor noch ein bisschen, da wird die Ernte besser da unten. Und ran dafür. Ja, der macht das auch noch. Jetzt schau doch das mal an. Einwandfrei. Früher habe ich mal gesagt, wo ich da noch. Ja, das begeistert so. Ja, den Josef Voss im Hintergrund, den wir hier hören, der ja sonst mit Kunstfunk sicher nicht zu viel zu tun hat, sondern mehr den sich mehr für die Warbirds am Platz interessiert. Aber diese Art der Fliegerei, dieser Showflug, der ja hier auch die Zuschauer begeistert, der ist natürlich, der reißt natürlich jeden mit. Und die Torque-Rolle in dieser Form geflogen, das Hovern in dieser Form geflogen, wie der Albert Winter es tut, ist nun mal eine Spitzenshow für sich. Geile Sache. Ja, das war 5 cm gerade. Und gleich noch einmal Albert Winter mit der 3W Extra. Der andere war ein Smoker. Und das macht er jetzt. Da sieht das Klappe aus. Wie Lucky, da hat zwei Gruppe. Super. Traumhaft gemacht von Albert Winter mit seiner extra Bauer, das weiß ich jetzt. Originalnachbildung von Maschinen hier, der großen Scherei. Vom Nahmachungsflug. Ja, und jetzt werden wir sehen, wie Pilot und Maschine sich fast komplett einnebeln. Ja, und unsere Kameraobjektive sehen eigentlich mehr, wie das Auge sieht. Ich weiß gar nicht so richtig, wie er die überhaupt noch sieht da hinten. Albert Winter, eine super Show mit seiner Extra. 3W Magic hier am Ort in Beckumerfeld. Wunderbar, Albert Winter. Glückwunsch zu dieser perfekten Show. Schönste Hobby auf der ganzen Welt. Es gibt
Ja, er hat noch nicht gequalt, glaube ich. Bravo! Ja, bravo, viel, viel Applaus für diesen Mann, für Albert Winter hier mit seiner Extra 330. Ja, und wir sehen hier die Staffel von Bernd Albinger. Wir haben ihn vorhin gesehen mit seiner Zucker 26. Und im Folgenden ist er beim Betanken dieses Modells, einer Heinkel HE 162. Wir kennen sie, den legendären Volksjäger, der im September 1944 in nur 3 Wochen völlig überhastet fertiggestellt wurde. Und da waren natürlich Probleme aerodynamisch und technischer Art vorhanden. Und die hat der Bernd Albinger hier nicht. Wir sehen den Start seiner Heinkel HE 162. Eine Jetcat-Turbine ist eingebaut und hier sehen wir, in der Ruhe liegt die Kraft, liegt die Power. Bernd Albinger und die Heinkel HE 162 Salamander. Ja, es gibt gar nichts, was der Bernd nicht fliegt. Und alles macht er sicher, sauber und spektakulär, wie dieser Messerflug der Salamander hier. Langsame Fassrolle geflogen. Brillant. Da man das Flugzeug konstruiert hat und schon die ganzen Bauvorrichtungen hergestellt hat, bevor das Flugzeug überhaupt geflogen hat, der Prototyp geflogen hat, hat man innerhalb von 30 Tagen das Flugzeug gebaut. Das war aus. Natürlich hat der Bernd Albinger, wir haben es gesehen, diese Heinkel mit Einziehfahrwerk ausgestattet. Hier ein langsamer Überflug mit gesetzten Klappen. Und das Ganze dann schnell. Ja, wir haben es gesehen, Jörg Vogelsang, er hat gemessen mit einer Laserpistole 245 km/h. Und hier die brillante, saubere Landung der Heinkel Salamander. Bernd Albinger, er hat hier eine Spitzenshow gezeigt mit der E-162. Jawohl, Bernd Albinger hier im Bild. Auch er hat viel Spaß hier beim Funfly in Beckum. Und dieser Schraubenzieher vor dem Leitwerk gehört zu einem Trainer der besonderen Art, nämlich von Gerhard Reinsch. Er hat diesen Nachbau oder als Vorbild, so kann man es sagen, hat er die Gnat genommen, die vollend Gnat, die ehemaliges Flugzeug der Red Arrows war in den 70er Jahren. Es ist natürlich kein Scale-Modell, darauf legt der Gerhard Reinsch Wert, aber einen Trainer, und das soll es sein, mit hervorragenden Flugeigenschaften. Auf das Einziehfahrwerk wurde verzichtet und wir dürfen es vorwegnehmen. Alles klar. Dieses Modell, was hier mit einer Pegasus-Turbine, mit einer AMT-Pegasus-Turbine geflogen wird, wird demnächst als GFK-Kit im Hause Reinsch, im Hause Practical Scale, erhältlich sein. Und darauf dürfen wir uns freuen, denn faszinierende Flugeigenschaften zeigt der Gerhard hier mit diesem Trainer. Der kann natürlich auch mit einer 8-Kilo-Turbine geflogen werden. Sicherlich überhaupt kein Problem. Aber der Gerhard hat hier aufgerüstet. Ordentlich nach oben.
zeigt, wie faszinierend dieser Trainer hier bewegt werden kann. Powersat, Rolle nach oben, Jetfliegen der besonderen Art. Mittlerweile hat er auch eine Rauchanlage eingebaut. Das werden wir eindrucksvoll in unserem Video von der Veranstaltung des Jet-Meetings in Köln-Porz sehen. Gerhard Reinsch hier im Bild. Und jetzt zeigt er uns hier brillante Langsamflugeigenschaften dieses Gnad-Trainers. Ja, er steht fast in der Luft. Das ist schon phänomenal. So macht Jetfliegen Spaß. Langsamste Figuren und dann die Beschleunigung nach oben. Wieder sind die Klappen gesetzt. Jawohl. Wir werden sehen. Kurzer Gasschub und die Gnad geht wieder durch. Ja, Vorsicht, da unten waren gerade Fußgänger. Nicht ganz so tief, wenn es geht da unten. Dass ich da noch einen riesen Hecksprung durch in Sicherheit begeben muss. Ich weiß, es ist was Schönes, wenn man unten nicht mehr. Ein Spitzenmodell, dieser Trainer. Alles drin, alles kann gemacht werden. Und wir sehen, so kann er gelandet werden. Mein Gott, Gerhard Reinsch, eine fantastische Show hier. Er hat diese Maschine im Griff, das kann man sehen. Gerhard Reinsch in Beckum 2001. Und hier im Bild. Das sind Detailaufnahmen einer Lavi von Andreas Dehn und wir hören, was er uns zu sagen hat. Hier neben uns Andreas Dehn. Ich glaube, du wohnst in der Nähe von Bielefeld, das ist richtig, ne? Ja, genau in Bielefeld. Genau in Bielefeld und zwar, wir stehen hier, wir sitzen, knien hier vor einer Lavi. Das ist die Erweiterung oder die Modifizierung der F-16, die in Israel stattgefunden hat. Andreas, und das ist jetzt dein Kit, dein Bausatz, das du auch vertreibst, ist das richtig? Ja, die Israelis haben mit den Amerikanern die F-16 weiterentwickelt und haben 5 Prototypen gebaut, 3 Einsitzer, 2 Zweisitziger. Und leider ist es über dieses Stadium nicht hinausgekommen, wegen Geldmangel. Also das Modell hat eine Spannweite von 1,47 Meter, Länge 2,25 Meter und wiegt mit 2 Litern Kerosin 11,5 Kilo. Der Rumpf ist in GFK hergestellt. Und sämtliche Deckel und Abdeckungen, Flügel und Vorflügel in Styropor-Balsa-Bauweise. Ja, richtig. Und welches Triebwerk ist eingebaut? Ja, das Triebwerk ist eine Turbine von dem Alfred Frank, hat 8,5 Kilo Schub. Und ja, mit 2 Litern Kerosin fliege ich gut 6 Minuten Vollgas. Klasse. Und ich glaube, in dem Fall ist die Turbine direkt hinten eingebaut. Ist das richtig? Ja, die Turbine sitzt direkt hinten über den Leitflügeln und sind etwa 15 cm Schubrohr noch dran. Also man kann hinten den Deckel entfernen, wo die Leitflügel dran sitzen und dann liegt die Turbine mit Schubrohr komplett frei. Ja, wunderbar. Andreas, was kostet so eine Maschine, wenn man sich die kaufen möchte? Allein der Bausatz jetzt? Der Bausatz kostet noch als Einführungspreis 1600 D-Mark. Andreas Dehn, herzlichen Dank. Wir werden die Maschine gleich im Flug sehen und wir sind gespannt. Ja, ich werde gleich mit einem Kollegen, der dieselbe Maschine besitzt, fliegen. Und wer ist das? Wie heißt der? Das ist der Reinhold Wonnemann. Und wir versuchen, ich muss zusagen, versuchen, einen schönen Verbandsflug zu zeigen. Ja, die
zu Bienen laufen. Wir sehen Reinhold Wonnemann hier bei den Startvorbereitungen seiner Lavie und hier im Bild Andreas Dehn, der Konstrukteur, der Erbauer und auch in diesem Fall hier der Pilot dieses Modells, dieser modifizierten F-16. Und wir dürfen gespannt sein auf diese beiden Modelle. Hier der Start. Jawohl, Reinhold Wonnemann, er ist hier in der Luft mit der Lavie und hier die zweite von Andreas Dehn, sie kommt gleich hinterher. Ja, das hoppelt etwas auf diesem Platz, Graspiste natürlich. Ich meine, der Reinhold Wonnemann hat eine 12 Kilo Frank-Turbine eingebaut und der Andreas Dehn die 8,5 Kilo. Ich hoffe, diese Information stimmt. Hier beide zusammen oben. Ah, Top Gun. Sauberer Überflug mit Rolle dieser beiden. Super. Ja, liebe Zuschauer, ich denke, ein kleiner Zwischenapplaus an dieser Stelle für die tolle Leistung der beiden hier. Jawohl, viel Applaus für diese beiden. Der Applaus, das Brot der Piloten. Sehr langsam machen. Frau Andreas Dehn. Solo von Andreas Dehn. Ich weiß das ja. Nächstes Mal machen wir das dann. Nicht nur ein ausgezeichneter Pilot, sondern bauen kann er ebenfalls. Das haben wir gehört. Israel eine weiterverfolgt worden, auch aus Kostengründen. Ja, diese Lavie wird sicherlich erfolgreicher als das Original. Wir haben es gehört, nur 5 Stück davon gebaut. Der Andreas Dehn wird hier sicherlich mehrere von laminieren müssen. Hier die Landung. Sauber hingesetzt, der Reinhold Wonnemann. Bravo. Ja, wir sehen es, die 8,5 Kilo, sie reichen wirklich vollkommen aus. So, Andreas fliegt jetzt schon mal so eine kleine Tür hinterher. Hier die Landung, wir sehen es, ein Bein kommt nicht so richtig heraus. Andreas, setzt sie weich ich habe nur ein Rad gesehen und trotzdem super gelandet. Ja, jetzt, da ist es, ah, da ist es raus, jawohl. Das habe ich ja noch nie gesehen. Selten, ja, selten zu sehen, so etwas. Hier kommt sie zurück, heile, wunderschön. Andreas Dehn, klasse Leistung, zweimal Lavie. Hier im Bild Andreas Dehn. Und wir sehen ein Fahrwerk einer F5 Tiger. So heißt sie, glaube ich, in der Lackierung der Patrouille de Suisse. Sie gehört keinem anderen als Jürgen Sickinger. Er hat eine P120 Jetcat-Turbine hier eingebaut und der Rollout zum Start. Hier rechts neben ihm, wir werden ihn gleich noch sehen, das ist Andy Meyer, Andreas Meyer vom Team Jetcat. Hier der Start, der F5 Tiger von... Hui, das war knapp. Wir sehen uns das noch einmal an in der verlangsamten Wiederholung. Hier der Start von Jürgen Sickinger. Und in dem Augenblick, wo er abhebt, zieht er auch schon das Fahrwerk ein. Sicherlich ein sauberer Effekt. Aber da sackt sie noch einmal durch. Sie war zuvor weggesprungen, sackt durch. Und ganz knapp geht es dann doch noch in die Luft. Jürgen Sickinger und die F5.
Die F5 aus dem Haube Jet Team Liebetrau. In ein- und zweisitziger Form erhältlich. Ihr macht Jürgen Sicklinger kurz den Smoker an, so sieht es aus. Ja, Jürgen hat den Smoker angebaut. Und ich habe ihn gut gesehen. Aber wir hören das. Merkwürdige Geräusche der Turbine. Was ist los? Sie wird langsam. Und dann im Queranflug. Ja, wo soll er hin da? Wo soll er hin? Da kommt wieder was nach. Ja, er versucht, sie wegzudrehen vom Platz, aber sie kommt nicht ganz herum. Wir sehen uns das noch einmal an. Ja, es reicht nicht ganz. Da steckt sie ein in den Zaun. Der Zaun kaputt, aber natürlich kein Problem. Das Modell lädiert. Fliegen ist nicht mehr an diesem Wochenende. Schade, schade, Jürgen Sicklinger. Aber was will man machen? Und das Loch im Zaun ist sicherlich nicht das Problem. Doch einiges beschädigt. Und wir hören, was Jürgen Sicklinger uns dazu zu sagen hat. Das DPSIS hilft da auch nicht mehr. Bevor man fliegt, soll man den Akku nachladen. Das ist passiert. Auch der Turbinenakku? Ja, besonders der Turbinenakku. Das war der Fehler. Ja, okay, der Schaden ist ja verhältnismäßig gering. Bloß ärgerlich ist es nicht schon, muss ich schon sagen. Natürlich ärgert sich Jürgen Sicklinger, aber das passiert den Besten. Da kann sich jeder an die eigene Brust klopfen. Die Situation immerhin noch gut gelöst. Hier im Bild Andy Meyer, Andreas Meyer mit seinem Hotspot. Start mit Smoke. Auch er, Andy Meyer, er präsentiert hier einen Trainer, der auch über Jet Team Liebetraum vertrieben wird, den er auch selbst konstruiert hat, das Urmodell gebaut hat. Und der Hotspot ist etwas ganz Besonderes, insbesondere dann, wenn der Andy Meyer ihn fliegt. Auch ein Trainermodell, aber kaum zu vergleichen mit der Gnad von Gerhard Rhein. Highspeed, das sind die Worte, die für diesen Trainer passend sind. Und wir sehen da hinten Jörg Vogelsang mit der Radarpistole. Hier der langsame Überflug. Und wie langsam. Ja, der Andy Meyer, der hat seine Jets im Griff. Das sieht man deutlich. Ja, und das war der Speed-Überflug. 364 km/h gemessen. Hier die Speedbrake, sie ist ausgefahren. Und der Andy Meyer, er hat seinen Hotspot hier gelandet. Wir sehen ihn noch einmal und zwar mit seiner F5, ein Modell der ganz besonderen Art. Wir hören, was Andy Meyer uns zu dieser F5 gleich sagt. Er ist ja Konstrukteur dieses Modells. Hören wir selbst dann hin. Mein letztes Winterprojekt habe ich Urmodell gebaut und wird jetzt vertrieben von Peter Liebetrau. Das Modell, da gibt es einmal eine Doppelsitzer, die ist 30 cm länger wie die Einsitzer. Die ist einfach nur ein anderes Rumpfvorderteil und ja, Grenzschichtzäune sind noch an der Doppelsitzer drauf. Und sonst ist das identische Flugzeug. Was hast du für eine Turbine eingebaut? Da ist eine neue P160 drin, jetzt die allererste, die wir gebaut haben. Und ist eigentlich ideal für den Flieger. Ich bin jetzt beim Abfluggewicht von ca. 18 Kilogramm. Und ist das Ding eigentlich ideal, das Schubgewichtsverhältnis. Das Original geht auch nicht weg nach dem Start, wie eine Rakete, die geht auch träg weg. Das muss man einfach ein bisschen probieren, wie das Original zu fliegen. Ich fliege da mit der 120er genial, ich habe die lange mit der 120er geflogen. Und es geht auch, aber die Dynamik einfach nach oben, wenn man nach oben zieht, die ist bei der 160er ein bisschen besser. Andreas Meyer, herzlichen Dank, viel Erfolg und viel Spaß hier noch beim Meeting in Beckum Balve. Jo, danke schön. Andy Meyer, er schiebt den Stick nach vorne zum Selbststart der P160 Jetcat Turbine. Am
Andreas Meyer, er ist ja auch Mitarbeiter der Firma JetGet, der Firma Markus Zipperer. Er ist Entwickler dieser Turbinen, auch dieser 160er, die er ja bereits hier in seiner F5 eingebaut hat. Ich habe gerade Kundschaft für mich hier. Mit 3,26 Meter ein Riesenjet, diese F5. Und spektakulär vorgeflogen, der Andi Meyer. Er ist nicht nur ein hervorragender Bauer und Techniker, nein, er ist auch ein Spitzenpilot. Nicht, was der Andi uns hier zeigt. Ja, erfolgreich auch in den USA. Er hat das Meeting Florida Jets besucht und mit 3,26 Meter natürlich das längste und größte Flugmodell da am Platz gehabt. Andi Meyer mit seiner Northrop F5 aus dem Hause Peter Liebetrau. Hier im Bild eindrucksvoll der Mann aus Augen. Jawohl, und die Zuschauer, sie bekommen einiges geboten hier in Beckum. Und wir verlassen die Jets und kommen zu Nachbauten von Modellen aus dem Zweiten Weltkrieg und beginnen mit dieser Me 209 von Sven Müller aus Wolfenbüttel. Hier bereits der Start dieser wirklich eindrucksvollen und unikaten Maschine, selten in dieser Größe zu sehen auf Modellflugplätzen. Die Messerschmitt Me 209. Wir wissen es, in den 30er, 40er Jahren gebaut, um möglichst viele Rekorde hier nach Deutschland zu holen, unter anderem auch den Geschwindigkeitsrekord. Was mit dieser Maschine nachher gelang, in der Spitze bis 2300 PS der eingebaute Motor. Es handelte sich um einen Daimler-Benz 601A. Es wurden schließlich 773 km/h. Mit einem Kolbenmotor erreicht. Mit diesem Modell, der Me 209, die denn später auch eingesetzt werden sollte, MGs wurden eingebaut, aber diese Versuche hat man nachher aufgrund von Ungenauigkeiten in der Zielführung dann fallen lassen. Die Me 209, ein echter Racer aus Deutschland. Und Sven Müller, er präsentiert sie hier hervorragend. Ja, das Fahrwerk ausgefahren und der Andreas, er kommt hier zur Landung herein und wunderschön hingesetzt. Es gibt natürlich viel, viel Applaus hier der umstehenden Zuschauer und Jürgen Meyer, er hat auch seine Freude an dieser Vorführung. Ganz klar, sichtlich erleichtert über diesen Flug. Sven Müller, Glückwunsch dazu. Und wir kommen zu einem ganz besonderen Flugmodell. Wir sehen hier eine B-36 Convair. Und diese Convair ist gebaut und wird auch geflogen von Dr. Bernd Schweitzer. Und alleine die 6 Motoren dieser Convair im Einklang zu bringen, ist schon eine Leistung für sich. Hier der wunderbare Start dieses riesigen Modells, dieses ehemaligen strategischen Langstreckenbombers der Amerikaner in den 50er Jahren. Big Stick nannten sie ihn, die
Amerikaner, wie sie das bei diesen großen Maschinen machen. Hier eindrucksvoll am Himmel über Beckum die Convair B36. Wiedersehen. Und da zeigt er sie uns, der Dr. Schweitzer. Scale gebaut, diese Maschine. Vom Verbrauch her. Dr. Bernd Schweitzer hier im Bild. 6 Klappen. Sind zwischen den Motoren angeordnet. Hier ein Speed-Überflug. Und jetzt gönnt er uns in einem langsamen Vorbeiflug eine wunderschöne Draufsicht. Wunderbar, diese Maschine, diese riesige B36 Peacemaker. Jetzt ist das Fahrwerk ausgefahren. Wir sind auf die Landung gespannt. Hier zu sehen, die 6 Klappen, die zwischen den 3 Motoren je Fläche angebracht sind. Ja, sauber bringt er sie zurück. Glückwunsch für diesen Flug, für dieses Modell, Dr. Bernd Schweitzer. Und Rainer Trader, er trägt die Grumman Trader. Namensverwandtschaft rein zufällig. Wir kennen dieses Modell aus den Videos von La Ferté. Die Trader ehemals als Transport- und Verbindungsflugzeug eingesetzt. Sie fliegt hier zusammen mit einer Zero von Egon Decker. Die sehen wir gleich im Bild. Die Motoren der Trader, sie laufen eindrucksvoll hier. Ein wunderschönes Modell, natürlich ein kompletter Eigenbau von Rainer Treder. Und hier die Zero von Egon Decker, beide Maschinen, sie gehen zusammen in die Luft. Da sind 2 Motoren hier, wir haben 6 Motoren hier. Da zählt natürlich auch, wie führe ich das Modell vor. Ja. Hier habe ich es gemacht. Der Bauaufwand, sowas. Verbrenner eingezogen, der Start. Dann gibt es einen der Zero. Beide sind sie in der Luft. In der Vergangenheit, gestern. Da gibt es in der Startphase mit eingezogenem Fahrwerk mit der ersten Crash-Familie. Ja, eine Maschine der Navy, man sieht es hier, diese Trader. Zur Landung auf Flugzeugträgern konzipiert. Ja, ich hatte gestern schon mal. Oben die Zero. Oh, und da gibt es ein Problem. Wir sehen es hier. Ja, den Platz erreicht diese Maschine nicht mehr. Der Motor ist aus. Oh, die Söhne Nippons kehren heim. Ja, da schlägt sie kräftig ein. Und wir haben es gerade gehört. Ja, der Egon Decker, er guckt nicht so froh, aber... Josef Voss, er sagte, die Söhne Nippons kehren heim und anstatt einen zu tanken, haben sie einen Liter Reiswein gesoffen. So hat er sich ausgedrückt. Wir geben das hier nur einmal wieder, damit wir sehen, wie in welcher lockerer Art er hier, der Josef Voss, diese Dinge präsentiert. Und hier stellt er gerade die Grumman Trader vor. Sehr schön vorgeflogen hier von Rainer Treder. Er hat auch das Fahrwerk ausgefahren. Sie kommt zur Landung herein, ist recht flott dabei, wie wir meinen. Könnte dieser Versuch eventuell abgebrochen werden? Ja, sie ist am Platz dahinter dem Feld, die Zero. Und hier dazu gesellt sich so halb die Grumman Treder. Nichts passiert, hier ist etwas mehr passiert. Die Fläche, wir sehen es, vom Rumpf abgeknickt. Sicherlich wieder reparabel, dieses Modell. Und wir kommen zu einer ähnlichen Maschine. Wir sehen hier eine Nakajima T-84, auch Ayate genannt, von Egon Decker. Er hat dieses japanische Kampfflugzeug, diesen japanischen Jäger in Eigen
Arbeit erstellt mit einem ZG-74, ist sie ausgestattet und dazu gesellen sich zweimal AT-6 hier im Bild, Uli Stiller und Rolf Rubbler mit ihren beiden T-6 und eine P-47 Thunderbolt hier. Das ist die P-47 von Michael Schiefeck. Und noch einer kommt hinzu, Bernd Albinger mit der Jack 11. Er hat einen 140 Kubik Boxermotor, einen 3W Boxermotor unter der Haube. Hier der Start der ersten drei Maschinen. Die gehen hinterher. Nakajima Ayate und Jack 11, alle zusammen in der Luft. Bernd Albinger mit der Jagd, Leistung mehr als das Original. Schöner Überflug der Ayate. P47 Warbirds zusammen in der Luft, das zeichnet die Veranstaltung in Beckum aus. Gleichgesinnte treffen sich und fliegen zusammen, ohne vorher trainiert zu haben. Bernd Albinger und die Jagd. Smoker eingebaut, welch eine Power in diesem Modell. Ehemals von Fiber Classics, als Kit angeboten. Heute in der Szene heiß begehrt, sie gibt es nicht mehr. Und hier die T84 Ayate von Egon Deppenkemper. So heißt der Erbauer des Modells, richtig aus Aachen. Schöner langsamer Vorbeiflug. Auch das ist ein Beifall wert, liebe Zuschauer. Und da kommt der Bernd. Ja, da sitzt einiges dahinter, hinter dem 140er. Und da kann man schon mal nach oben schauen. Hier die Landung der ersten T6, sehr sauber aufgebaut. Jawohl, na, sie geht kurz auf die Nase, aber kein Problem. Hier die zweite T6. Lackiert nach einem Rennflugzeug, das beim Reno Aires stattfindet. Und da schlägt sie böse, böse ein, die P47. Bei der Landung da. Ja, der Bernd Albinger, der schaut sich das mal auf dem Rücken an. Böser, böser Einschlag dieser P47. Die Landung der Ayate. Sehr sanft setzt er sie hin, aber eine kleine Schwachstelle. Das Fahrwerk knickt es weg und knickt wieder raus. Ja, so geht es auch. Der Bernd. Sauber, sauber holt er die Jacke von oben herunter, die Klappen vollgesetzt und wie er sie hier hinsetzt. Sanft. So wird die Jacke gelandet. Bravo, bravo, Bernd Albinger. Ja, und hier leider, da ist doch mehr kaputt. Das hätte sicherlich sich der Erbauer hier und Pilot nicht erträumt. Schade, schade für diese P47. Und wieder ist Warbird Time. Wir sehen Focke Wulf zweimal, Me-109 von Andreas Moos und hinzugesetzt sich eine Jack mit Seidel-Sternmotor. Vier Warbirds wieder zusammen in der Luft. Die Focke Wulf natürlich Bausätze von Ralf Petrausch. Die Me-109 ein Eigenbau. Ich sagte es bereits, viel Spaß für Piloten und Zuschauer hier im Beckumer Feld. Und damals gehört ein Motorkiller
Aber diese Piloten mehr. Einschlag, einer Fokker Wolf. Schade, schade. Also wenn der Ralf. Ja, die B109, ein 3W80-Reihe ist hier eingebaut. Und die Jaxi fliegt mit einem Seidelstern. Schön zu hören. Hier die Landung. Landescheinwerfer eingeschaltet. Klappenfahrwerk ausgeschaltet. Ja, brillant. Hingesetzt diese Jak-11 und die Fokkerwolf. Sie kommt hinterher. Sollte auch die U87 ablösen, weil die U87. Und wir achten jetzt auf das Einfliegen der Me 109. Das war riskant. Das war riskant. Da fehlte nicht viel. Viel Glück gehabt. Hier diese. Ja, die Fokkerwolf leider doch etwas beschädigt. Sicherlich kein Totalschaden. Und wenn wir Fokkerwolf sagen, dann kommen wir zu dieser Maschine. Jürgen Meyer hier neben diesem Mann, Arthur Kohler. Arthur Kohler, er ist einer der besten Scalebauer, besten Kenner dieser Materie. Er hat diese Fokkerwolf 190 A8 mehrfach modifiziert. Mittlerweile hat er sie auf 17,7 Kilogramm mit einem 3W120 Kubikmotor gebracht. Eine Spitzenleistung in GFK. Und wir freuen uns auf die Vorführung von Arthur Kohler, der nur Modelle für sich und seine Söhne baut, der keine Bausätze abgibt. Viele, viele Anfragen hat er, aber er muss natürlich diese Dinge für sich behalten. Die Fokkerwolf Speed Leistung wie das Original. Und wie es immer so ist, manchmal gibt es brillante Bauer und auch brillante Piloten. Und der Arthur Kohler, er gehört natürlich dazu. ...2,60 Meter Spannweite misst diese Fokkerwolf, Maßstab 1:4. Das Fahrwerk ausgefahren. Wir sehen sie gleich noch einmal. Langsamer Vorbeiflug. Standing Ovations, viel Applaus, Zwischenapplaus. Und wir sehen, wie scale und langsam das Fahrwerk hier wieder in die eingefahrene Position zurückgeht. Arthur Kohler ganz ruhig an den Knüppeln. Und hier die Landung aus der Kurve heraus. Er hat es angedeutet. Sauber, besser geht es nicht. Brillant gelandet, die Fokkerwolf 190 von Arthur Kohler. Wir werden sie jetzt im Nachhinein noch einmal sehen. Dieses Scale-Modell bis auf die letzte Niete Scale gebaut. Ja, wir deuteten es an, wir kommen zu weiteren Warbirds. Hier eine riesige AT6, die große aus dem Hause Petrausch, zusammen mit Arthur Kohler und der Fokkerwolf. Und hinzugesellt hat sich Wolfgang Keck. Wir kennen ihn mit dem australischen Jäger, einer Boomerang. Alle drei zusammen in der Luft. Wir genießen diesen Flug. Jürgen Sickinger, T6, Arthur Kohler und Wolfgang Keck. Die Flüge sind alle nicht geprobt. Und dennoch, bei den guten Piloten passt das natürlich. Hier zu sehen, die Steigleistung der Fokkerwolf, wie sie da wegschießt. Das ist Leistung pur. Höher sind sie im Bild. Rechts Wolfgang Keck, in der Mitte Jürgen Sickinger und links daneben.
der Arterkohler, ein langsamer Vorbeiflug, die T6 auf dem Rücken. Jawohl, Spitzensound hier bei der Veranstaltung in Beckel. Das zeichnet sie aus. Die Warbirds in ihrer Show. Und hier wieder eindrucksvoll die Landungen. Hier von Arthur Kohler und der Focke Wolf. Ja, so landet man Warbirds. Genial. Und der Jürgen tut es ihm natürlich gleich. Als Spitzenpilot beherrscht er das natürlich auch. Dann auch wieder, wenn man es richtig gut sehen kann, Jürgen Pfeiffer für eine. Und last but not least, Wolfgang Keck und die Boomerang. Auch wir kennen dieses Modell von vielen vorherigen Veranstaltungen. Jürgen Sickinger und die große T6. Und am Himmel, da erscheint plötzlich die Sia Marchetti, pilotiert von Ralf Niebergall. Er macht eine kurze Stippvisite hier am Platz in Beckum. Jürgen Meyer, er hat das ermöglicht. Die Manntragenden, das Salz in der Suppe einer jeden Modellflugveranstaltung. Zwei kurze Überflüge dieser Sia Marchetti von Ralf Niebergall. Und wenn wir diese mächtige Maschine sehen und diese Aggregate, die unter diese Flächen gesteckt werden, dann wissen wir, zwei große Maschinen sind in Beckum. Dr. Ludwig Faber hier im Bild vorneweg und Günter Friedmeier dahinter mit ihren beiden Grumman F. 3F. 50 Kilo Modelle mit Einfluggenehmigung aus Frankreich hier nach Beckum gekommen und freuen wir uns auf diese Show. Wir haben sie gesehen bei den Events in La Ferté, da wo sie auch zugelassen sind. Achtung jetzt, da fällt was von der Fläche. Dr. Ludwig Faber hat als Apotheker gute Arbeit geleistet. Und gleich noch einmal. Ja, das ist natürlich, wenn er sich das Ding selber auf den Kuchen schmeißt. Ja, rechts Dr. Faber, links Günter Fiedmeier. Ja, das scheppert schon mächtig, nur unsere Mikrofone sind etwas weit weg. In Frankreich, da haben sie den Spitznamen La Bombe, nachdem sie 1900, nein, es war im Jahr 2000, fast eine Heinkel des englischen Ghost Squadrons mit ihrer Bombe beim Start getroffen hätten. Der ist vor Schreck 3 Meter hochgesprungen. Das Modell natürlich. Nicht der Pilot. 117. Grumman F3F für Flugzeugträger konzipiert, nicht mehr zum Einsatz gekommen im Zweiten Weltkrieg. 50 Kilo Modelle. Spitzensache hier im beim Funfly in Beckum. Zum ersten Mal sind diese Maschinen hier am Ort. Saubere Landung auch. Dieser schweren 50 Kilo Maschine. Und viel Applaus für die beiden. Und hier im Bild Jürgen Meyer hinten und diese beiden, das sind Walter und Toni Eichhorn, hier bei der Besichtigung am Platz. Und ein Mann hat es ermöglicht, nämlich er hier, Jürgen Meyer. Wir werden ein AT6-Display der Extraklasse sehen. Walter und Toni Eichhorn mit den beiden Red Bull AT6 hier bereits am Himmel. Und wir freuen uns auf ein Display der ganz besonderen Art. Genießen wir das Röhren dieser T6-Sternmotore. Der unvergleichliche Sound
am Himmel über Beckum. Das ist der Sound des Sternmotors der T6. Und der Split. Walter Eichhorn, wir kennen ihn von den Flügen mit der legendären Me 109. Und auch Toni wird in die Fußstapfen seines Vaters treten, beides Airliner-Piloten. Und Toni soll auch bereits mit der Schulung auf der Me 109 begonnen haben. Das dürfen wir verraten. Denn viele wissen es sicher, die zweite flugfähige Me 109 ist bei der Messerschmitt-Stiftung eingetroffen. Und wir dürfen gespannt sehen, ob wir die auch mal wie diese beiden T6 hier zusammen in der Luft sehen. Zeigen hier ihr Display. Die fliegen nicht nur mal eben vorbei. Zweimal AT6. Lange, lange hat es das hier in Beckum nicht gegeben. Und wir sind froh, hier sein zu dürfen und das dokumentieren zu dürfen. Ja, ich glaube, ich habe die Maschinen hier bereits im Gegenlicht aufgenommen. Schade, schade, die Sonne steht etwas tief. Deshalb ist die Farbgebung der Maschinen nicht so sehr deutlich. Der unvergleichliche Sound der Pratt & Whitney Sternmotore dieser beiden T6. So etwas ist das Highlight einer jeden Veranstaltung, auch bei den Modellflugveranstaltungen, das Salz in der Suppe, die manntragenden Vorführungen, zwei stolzer Piloten, Walter und Toni Eichhorn. Applaus in den Figuren der beiden T6. Applaus für Walter und Toni Eichhorn. Und da winken sie aus den Cockpits. Welch ein Überflug dieser beiden Top-Piloten. Und wir bedanken uns. Wir bedanken uns bei Walter und Toni Eichhorn, die hier viel, viel Applaus von den Zuschauern bekommen. Und danke auch an Jürgen Meyer, der das ermöglicht hat. Und mit diesem Highlight kommen wir schon zum Ende der Veranstaltung. Wir sehen hier die Pokale, der Lohn der Piloten und Jörg Vogelsang, er hat diese Pokale hier gestiftet. Wir beschränken uns im Folgenden auf die Preisvergabe des der Hauptpreise, hier ein Bausatz und ein neuer ZG80 Boxermotor. Und wer den bekommt, ja, Andy Meyer, unser Jetmeister, er bekommt diesen. Naja, wer weiß, wofür das gut ist, vielleicht können wir ihn bekehren. Der beste Pokal, der beste der Show. Auch hier ist das Ergebnis ziemlich, das Ergebnis ist eindeutig. Eine Suche 31, Bernd Albinger. Jawohl, Glückwunsch an Bernd Albinger, Best of Show. Wer sollte es sonst sein? Und wir hören, was Ralf Petrosch uns noch zu sagen hat. Bernd, lass doch mal anklopfen.
Abend. Ja, das Funflight 2001 ist gelaufen. Wir haben ein sehr schönes Wochenende hinter uns. Wir haben keine Schäden. Wir hatten hervorragende Piloten und hervorragende Modelle und vor allen Dingen, wir hatten ein wunderbares Wetter. Wir haben noch eine sehr schöne Vorführung von Walter und Toni Eichhorn gesehen. Ich glaube, das war nochmal ein richtiges Highlight und wir freuen uns vom Flugmodellclub Beckumerfeld auf das nächste Funfly im Beckumerfeld im Jahre 2002. Tja, und auch wir bedanken uns beim Modellflugclub Beckumerfeld, bei Ralf Petrauch, bei allen Piloten und Helfern. Wir sind froh, dass wir hier sein durften und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und wir verabschieden uns von einem fantastischen Funfly im Beckum 2001. Bye bye, auf Wiedersehen, euer Team von PR, Medien und Hobby.